Was geht, Freunde? Euer Lieblingshund Kiro ist mal wieder back auf der YouTube-Insel und ich bin enttäuscht von Timmy, denn er will im Schein die Höllenkrieger auflösen und das passt nicht zu unserem Zusammenhalt, das passt nicht zu unserem Stolz, sage ich euch ehrlich, und deswegen werde ich heute Timmy stürzen. Ich glaube, es ist Zeit, die Höllenkrieger aufzugeben. Es ist wirklich Zeit, Leute. Warte, ich habe, glaube ich, meine Liebe gefunden. Muni und so. Also ich habe mich hier schon mal positioniert. Die Jungs sind hier sogar. Warte, wir hören direkt. Oh, der soll nicht sneaken. Ich musste erstmal ein kleines Geschenk machen. Ich habe deine Lieblingskarotten dabei. Bitteschön. Danke. Und ich weiß ja, du hast nicht die beste Ausrüstung. Also Freunde, heute ist der Tag, wo ich Timmy stürze und den Thron an mich reiße, weil die Höllenkrieger natürlich einen vernünftigen Anführer brauchen. Ich habe auch eine Hose für dich, bitteschön. Die ist richtig selten, da sind auch gute Sachen. Ja, die sehen mich aber auch hier nicht, ne? Weil Moni und Timmy sind jetzt auch wieder zusammen und so. Ich hab noch den Brustpanzer für dich. Immer, ich glaube, ich gehe jetzt einfach hier rein. Das ist alles deins ab jetzt. Jetzt bist du eine vollwertige Höllenkriegerin. Jetzt höre ich sie besser. Du bist eine richtige Königin, sag ich dir ehrlich, Moni. Ja. Pink. Natürlich, Junge, wir sind. Jetzt kann ich sie besser hören, Freunde. Oh, du Blödmann, ey. Mach ihn fertig. Mach sie fertig, Moni. Steinchen und Moni kämpfen, alles klar, Digga. Alles klar. Wir brauchen mehr Leute von den Höllenkriegern. Ist hier noch irgendjemand von den Höllenkriegern da? Wir brauchen richtig viele Leute, damit wir ein Gefängnis bauen können. Kiro ist da. Kiro? Wo ist Kiro? Ey, ich muss unbedingt mit Kiro sprechen. Der ist doch meine rechte Hand, Mann. Oh, ist vorbei. Ist vorbei, Alter. Wir können einen Plan machen, wo wir das Gefängnis bauen. Das wäre richtig cool, Mann. Aber ich glaube, auf Kiro ist kein Verlass mehr, Leute. Irgendwie was? Ist der nicht da. Ja, das bisschen schade, ey. Sag ich euch ehrlich, Leute. Bro, wie redet der über mich? Aber du vergibst mir, oder, Muni? Ja. Kann ich sie sehen? Sehr gut. Und du siehst, ich habe bis jetzt nur Gutes getan. Ich habe mich bei den ganzen Leuten entschuldigt, ich habe dir eine Ausrüstung gegeben. Ich kann sie sehen. Umstrukturieren. Ja, und Schweinchen, ja, siehst du, du bist nämlich das Schweinchen. Weißt du, ich habe auch geschenkt von Moni. Guck mal, du siehst, was ich in der Hand habe. Ja, das ist ein Goldapfel. Weißt du, weil du ein Schweinchen bist, kann man nicht mit Karotten sehen. Junge, auf damit, Alter, du Blödmann, Alter. Der lässt das echt nicht sein. Ja, okay, die werden aber schon noch sehen, was sie davon haben. Okay, Freunde, ihr habt's gehört, wie Timmy auch noch hinter meinem Rücken einfach redet. Das geht nicht fit. Das geht gar nicht fit. Oh Gott. Okay, wo sind die? Hinten ist doch jemand hinter diesem komischen Alpha Tower da. Ey! Da war doch jemand! Oh Gott, der hat mich gesehen, der hat mich gesehen. Wer spioniert jetzt hier rum, Alter? Was machst du? Da ist doch irgendjemand drin. Leute, da ist irgendjemand drin. Hat der jemand gesehen? Nee. Egal, dann lass uns mal Dings zu den Höllenkrieger-Clan gehen. Ich muss da nämlich ein bisschen was machen. Ey, hör auf zu angeln, Junge. Warum du kannst du keine mich? Frau angeln, Alter. Okay. Die wollen zu den Höllenkrieger-Basis gehen. Mehr, wenn's so weitergeht. Recht mir langsam mit dir. Und da kann ich Timmy besiegen, weil da bin ich stärker. Es reicht mir nämlich. Komm mit. Ja, warum angelst du mich? Mich gibt's nicht zu angeln, du Blödmann. Los, komm, wir gehen zu den Höllenkrieger-Clan. Wir müssen zur Base gehen. Ich werde ein Gefängnis bauen, Leute, okay? Seid ihr ready? Ja, Mann, los geht's, Alter, let's go. Oh, ich hab meine Nitra, glaube ich, nicht an. Doch, die ist an. Okay, die fliegen. Ich warte, wenn sie ein bisschen weggeflogen sind. Mann, warte, 3 Sekunden noch und jetzt go. Aua, Mann, Alpha-Steinchen. Jetzt aber. Ey, Bro, du bist so blöd, ne? Wegen dir kann ich nicht abhauen. Ey, Mann, das gibt's doch nicht. Ey, Mann, jetzt muss ich hier die ganze Zeit bleiben und warten, Mann. Alpha-Steinchen, du bist so blöd, Mann. Egal, wir können dann kann die ich mehr Zeit jetzt mit Moni verbringen, das ist schon besser. Und mit mir. Nein, nicht mit dir. Komm, wir fliegen los, komm. Okay, ich glaube, die sind weg. Es ist auch noch dunkel, ganz toll. Alles klar, Freunde, ihr kennt den Plan. Wir gehen jetzt zu der Höllenkriegerbasis von uns im Nether. Und dort werde ich auf jeden Fall Timmy einmal zur Rede stellen und dann auch stürzen. Ich habe keinen Bock mehr. Das ist kompletter Hochverrat, was Timmy gemacht hat. Gut. Hier geht's auch schon runter. So. Wir müssen jetzt nur noch hier runter gehen, dann sind wir auch schon mein da, Gott. Weißt du? Oh, da ist ein Endermann! Ich habe Angst vor Endermänner! Da sind sie. Okay. Jetzt gehen wir rein. Wie langsam waren die denn, hä? Let's go. Okay, die sind durch. Geh mal weg jetzt. Okay, ich zieh durch. Mit. Moni, nicht
fliegen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Bist du runtergefallen? Ja, bin in Lava. Ich bin in die Lava gegangen. Nein, komm da raus, Moni. Alter, ich bin einfach in die Lava gerade taktisch reingegangen. Runtergefallen, oh mein Gott. Mann. Oh mein Gott. Oh, ich hab keine Blöcke. Muni, alles gut, oh mein Gott. Ich rette dich. So. Oh mein Gott. Ich kann sie so ein bisschen beobachten. Ich darf nur nicht zu weit nach oben schwimmen, Leute. Bro, dass ich mal so weit gehen muss, dass ich meinen eigenen Clan verfolgen muss. Der, es geht gar nicht. Ich hasse dich, Alpha-Steinchen. Alpha-Steinchen. Gott, aber die Buffs im Nether sind auf jeden Fall das Beste, sonst könnte ich mich so gerade überhaupt nicht verstecken. Du gehst gefälligst gut mit der um, ich sag dir ehrlich, Mann. So, ich werde jetzt auch nicht nach oben bauen. Ich geh doch gut mit dir oben. Okay, fliegen? Ja, ich kann fliegen. Okay, sehr gut, dann gehen wir da gleich los. Okay, die gehen los, die gehen los, die gehen los. Fliegen, komm, wir fliegen einfach hinterher, ja? Okay. Und euch wird jetzt, dir wird nichts mehr passieren, Muni. Flieg mal hinterher. Okay, sie sind weg. Okay. Ich hab zum Glück hier ein paar Waypoints mir gemacht. Die oben vielleicht gelandet oder so? Ah, tatsächlich. Hä? Wo sind die? Ah, da unten. Bro, haben die sich irgendwie verflogen oder so? Oh mein Gott. Die bauen da oben. Die bauen da oben das Gefängnis, Alter. Okay. Guck mal, Alpha-Steinchen, was wir bauen, Alter. Das sieht nicht kacke aus, Junge. Ja. Sieht kacke aus. Was redest du da? Guck mal, wie heftig das aussieht. Yeah, also ich sag dir ehrlich, das... Nein, das sieht echt gut aus. Du bist nur neidisch. Yeah, ich sperre dich da gleich ein, Alpha-Steinchen, wenn du so weitermachst. Yeah. Ey, Junge! Werf mich da nicht runter. Hör auf, Junge! Okay, die haben jetzt hier ein Gefängnis gebaut. Das finde ich ja schon mal eigentlich ganz gut. Wer kommt da? Ist er geflogen? Okay, ein Gefängnis, Digga. Okay. Finde ich gut. Wir haben die mich nicht gesehen. Okay, also das ist schon mal unser eigenes Gefängnis jetzt. Das sieht richtig gut aus. Problem ist nur, wir bräuchten ein bisschen mehr Obsidian, aber ist ja egal. Dann bleibt das erstmal so. Oh mein Gott. Boah. Und ich habe das alles nur für Muni getan. Ich sag euch ehrlich, Leute. Ja, nur für Muni. Da hört man es doch schon wieder. Da hört man es doch die ganze Zeit schon. Da sind doch Leute da hinten, Mann. Ich hab doch schon die ganze Zeit gedacht, dass da jemand ist. Ey, zeigt euch, wer ist da hinten? Wer wagt es, mich zu belauschen, ey? Hä? Ich sehe dich da oben auf dem Baum, du Blödmann. Hä, wer ist denn noch da? Ist doch Alpha-Steinchen. Hey. Ja, hier waren irgendwelche Menschen oder so. Ehrlich, die haben uns, die wollten uns belauschen oder so. Hey, ich brenne. Wieso? Hä? Alter, wo geht's hier runter? Oh, oh. Bro, irgendwas passiert hier. Hier passieren ganz merkwürdige Dinge irgendwie. Aber von wo? Hä, ich sehe niemanden. Siehst du jemanden? Nee. Hat er uns wirklich bemerkt? Okay, das ist echt weird. Langsam macht mir das wirklich Angst hier. Da hinten rennt Alpha-Steinchen rum. Da rennt ein Endermann rum. Wenn hier jemand ist, dann komm jetzt raus und zeig dich, du Feigling. Komm jetzt raus und zeig dich oder verschwinde für immer, du Blödmann. Ich bin noch ruhig, ich will noch abwarten. Ich will abwarten. Das ist echt komisch. Das ist richtig merkwürdig. Ey, hier baut doch irgendjemand die ganze... Hey, hier war auf jeden Fall jemand. Nee. Hier war zu 100% jemand. Oder ist jemand im Gefängnis drin? Hallo? Hä? Ich baue mich mal lieber runter. Ist da jemand? Ist hier irgendwie beobachtet werden? Du hast immer was gegen mich gehabt, Moni. Ich mag dich auch nicht mehr. Ich hab nur was gegen dich gehabt, aber du merkst einfach. Wo sind die? Ey, wo seid ihr, Leute? Hä? Moni! Was ist passiert? Nein. Wo sind die? Was macht Bro? Alpha-Steinchen irgendwas gemacht mit Moni. Oh mein Gott, er hat mich fast gesehen. Bist du doch blöd, Mann? Er hat mich fast gesehen. Freunde. Bro, das gibt's doch nicht. Wo bist du, Alpha-Steinchen? Okay, jetzt reicht's. Ey, das gibt's doch nicht. Ich werde mich jetzt gleich erkenntlich geben. Alter, was geht hier eigentlich ab, Mann? Timmy! Giro, Alter! Was geht?
Was geht, Kiro, Alter? Alles klar? Ja, Mann, ich bin hier gerade zufällig gewesen. Was habt ihr gebaut? So, wir bauen ein cooles hier Dings, ein Obsidian-Gefängnis. Hast du Muni gesehen? Ey! Da ist sie doch, da ist sie doch. Hör auf jetzt, Mann, hör auf, du blöd Mann. Kiro, wir haben ein kleines Problem, ob es noch Obsidian. Ich hab hier das Obsidian-Gefängnis nicht fertig gebaut. Guck mal, das ist nur zur Hälfte Obsidian. Das muss auch hier noch ein bisschen beleuchtet werden. Schau mal. Ja, du hast recht. Boah, jetzt sieht das schon viel besser aus, ey. Und hier kommen die ganzen Gegner rein von uns, weißt ja, du? Ja, logisch. Jeder Verräter muss da rein. Jeder Verräter. Ja, warum betonst du das so? Oh Gott! Das so, Leute? Was denn los, hä? Gastangriff! Kopf, ey, das ist oh mein Gott! Das. Alter, das war voll gut geschossen. Seit wann sammelst du Quarz? Wir sind die Höllenkrieger, Alter. Ich sag euch ehrlich, Leute, ich bin richtig froh, dass sie wieder da ist. Ohne sie macht das einfach. Mund hat mich geschlagen. Ja, das geht gar nicht fit. Ja, das geht gar nicht fit. Was ist denn Quatsch, Mann? Ja, das ist. Aber Steinchen, weißt du bist auch manchmal selbstverantwortlich für die Dinge, die dir widerfahren. Ja, die sieht schon gefährlich aus, ja. Die ist ja, nicht gefährlich, meine Frau, Junge, ist eine Beule! Hey Leute, was geht denn hier? Aber hey, hast du Obsidian? Junge, hast du Obsidian? Geht? Wir müssen hier das Gefängnis zu Ende bauen. Irgendwo haben, ja, das kann sein. Warte mal, Leute. Wenn der noch Obsidian hat, können wir das fertig machen. Du hast sogar die Schalker-Box mittlerweile. Ja, krass. Eine krasse Schalk, die habe ich geklaut von den Schattenkriegern. Aber ey, gut gemacht. Ja, von gut den Schattenkriegern. Richtig gut gemacht, ey. Ja, aber zeig ich hab mal, kein was Obsidian, du kannst. Nö. Ah, super. Kein Obsidian? Ja, gut. Das muss aber hier zu Ende gebaut werden. Die können ja ganz easy raus einfach sonst. Ja, hier, das ist kacke, Mann. Hier, ich tu mal so, als hätte ich jetzt keine Items. Pass mal auf, vielleicht ich das mach. Ja, Bro, der kommt da easy raus, so, Mann. Das ist voll doof, Leute. Ich mach hier so das Dirt weg, 3 Stück. Dann mach ich das Dirt in der Decke weg, dann baue ich mich hoch. Und ich bin weg. Das ist nicht gut, Alter, Leute. Wir brauchen mehr Obsidian. Hey Leute, dann macht doch einfach das Dirt. Dann geht das doch auch ganz einfach, oder nicht? Hey, nein, wir brauchen Obsidian, Alter. Sonst kann doch jeder Verbrecher hier raus, ey. Das ist doch voll gut. Ja, ich mach mal das weg, was nicht gut ist. Ja, genau, mach mal das weg, was nicht gut ist. So, ich werde heute noch einiges wegmachen, was nicht gut ist. So. Was meinst du denn damit? Was gefällt dir denn noch so nicht? Es gibt ein paar Dinge, die aufgeräumt werden müssen, aber dazu später mehr. Finde ich gut, dass du endlich mal Durchsetzungsvermögen hast, ey. Das ja, natürlich. Sehr gut. Da kam gerade Obsidian. Und bumm, Junge. Wieder kam Obsidian. Da, hä? Woher kommt das auf einmal? Ich habe 10 Obsidian hier. Guck. Ja, dann bau weiter. Warum lag das hier einfach? Keine Ahnung, warum das da lag. Jetzt können wir endlich das Ding fertig machen. Sehr gut. Boah, guck mal. Hä, ist das fertig jetzt? Wir haben eine Decke, ja, Mann. Alter, boah, das sieht ja richtig heftig aus. Ey, wir müssen das aber richtig testen, okay? Hast du noch einen Obsidian-Block? Ich hab noch einen, ja, Mann. Ja, dann muss da hin, dann kann nämlich niemand mehr raus hier. Okay, ey, Kiro, ich hab ne Idee, weißt du was? Oh, Digga, Mann! Mach ihn fertig! Warte, oh, ich flieg hin und mach ihn fertig. Easy. Ey, jetzt ist da einer wieder gespawnt. Hör auf! Nein. Oh mein Gott. Egal. Ey, Kiro, yeah. Ich hab ne Idee. Guck mal. Was denn? Ich werd das Gefängnis testen, weil wenn ich das teste, kommt wirklich niemand raus, okay? Ja, da hast du recht. Verstehst du? Okay, aber ich würde das mit Muni auf jeden Fall auch testen. Was hältst du davon, Muni? Sollen wir das zusammen testen? Können wir machen. Ihr müsst dann aber eure Items und so auch alles ablegen. Warte, ich mach mal kurz Kisten. Ja, mach mal eine Kiste, dann machen wir da rein. Muni, das sind Höllenkrieger. Freunde, das ist der richtige Plan. Also ihn einfach da ab einzusperren. Ja, aber Kiro ist ein guter, der würde niemals was machen. Und außerdem, wir sind doch zusammen, da passiert eh nichts, Muni. Okay, wenn du meinst. Uns wird's gut gehen, mach dir keinen Kopf. Außerdem haben wir noch ganz viele Karotten und Kekse. So, draußen stehen jetzt jeweils 2 Doppeltruhen. Aha. Ihr könnt. Oha. Okay, dann ist das die obere, ist meine. Ich tue da jetzt alles von mir rein, ja? Ja, auch deine Rüstung, alles. Wirklich alles, ja? Kann ich vielleicht Enderperlen noch behalten? Nein, sonst kommst du ja raus. Ah, verdammt, Mist, da hast recht. Boah, jede Fluchtmöglichkeit wird von unseren Gefangenen natürlich weggenommen, so. Deswegen müssen wir vom Real... Keine Fluchtmöglichkeiten, keine Enderperlen, keine Lytra, keine Raketen. Ja, okay, ich tue ja alles rein, Mann. Alles ja muss so, als rein. Wenn du es
Wenn du es befehlst, ey. Ja, wir simulieren das Ganze jetzt, weil wenn wir einen Schattenloser hierher nehmen, dann nehmen wir den natürlich auch alles ab. Und eure Spitzhacken natürlich, alles. Okay, ich will aber Raketen, Kekse und Goldäpfel behalten und Karotten. Solange du keine Elytra hast, dann passt das. Nein, 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 ich hab das nicht. Alles gut. Und einen Kirschblütenbaum behalte ich auch. Ja, das... Einen Apfel behalte ich noch. Hauptsache, die Fluchtmöglichkeiten sind weg. Und ein Boot. Okay, Moni, ich geh rein. Du musst deine Rüstung noch ablegen, Moni. Du musst deine Rüstung auch noch reintun. Ey, guckt weg, das ist meine Frau, ey. Ja, alles gut, Mann. Ekligen. Okay. Du wirst sie jetzt schon gleich für dich alleine haben, keine Sorge. Okay, ja, das hört sich gut an. Guck mal, hier hat man eine richtig coole Aussicht auf die Höllenkrieger-Base. Das sieht richtig schön aus, oder, Moni? Ja, einmal rein, also einmal rein. Also an den Ausblick könnte ich mich gewöhnen, sei ich dir ehrlich. Hey, so. Hör auf, meine Frau zu schlagen, du Blödmann. Und okay, jetzt werdet ihr auf jeden Fall bewacht. Ja, jetzt müssen wir auch versuchen auszubrechen. Moni, versuch mal auszubrechen. Aber Timmy! Ja, warte, ich breche aus und... Timmy! Das geht nicht. Ja, Leute, das ist sicher. Du wirst da jetzt auch für immer drin bleiben. Hey, was babbelst du denn? Was ist denn jetzt schon wieder los? Ja, ganz einfach, weißt du was? Andere Krieger, Steinchen, wo seid ihr alle? Beule, du bist hier, wo ist Steinchen denn? Leute, ich hab was anzukündigen und zwar reicht es mir. Dein Hofverrat war sehr verletzend für die Höllenkrieger. Dass du zum Schein gesagt hast, die Höllenkrieger sind aufgelöst, ist einfach unter aller Sau. Ich werde dich entthronen und der neue Herrscher der Höllenkrieger werden. Nein, du Blödmann. Was macht ihr? Ja, let's go. Ja, ganz einfach. Richtig, du bleibst hier für immer und ewig mit deiner Moni. Du hast nämlich so alles für Moni aufgegeben. Du hast zum Schein alles hergegeben und alles drum und dran, das geht nicht! Es ist jetzt vorbei! Aber Alter Steinchen, du bist doch mein Untertan, du musst doch so auf mir hören! Ist da. Hast du die ganzen Fähigkeiten, Junge! Er ist nicht mehr dein Untertan, Untertan ist er sowieso nicht! Er ist ein vollwertiger Höllenkrieger und so wird er von mir ab sofort behandelt! Du denkst, dass das klappt, ja, du Blödmann! Du verbeugst dich gefälligst von mir! Moni, ich werde mich nur vor dir verbeugen. Ich werde mich niemals vor dir verbeugen, du Blödmann. Dann wirst du so lange hier drin bleiben und nachdenken, bis du dich verbeugt hast. Moni ist die richtige, wahre Königin und ich bin der König, Alter. Und das ist Hochverrat, was du machst, Alter. Nein, was du gemacht hast, ist Hochverrat, nicht ich. Ich werde nämlich die Höllenkrieger mit Stolz und Ehren im Namen auch verbreiten. Die Höllenkrieger werden nicht zum Schein einfach aufhören, ganz einfach. Bro, oh mein Gott, du weißt nicht, was du getan hast. Bro, ich sag dir ehrlich, jetzt reicht's mir langsam richtig, ey. Wegen dir bin ich hier mit Moni, was eigentlich cool ist, aber trotzdem, du hast mich eingesperrt. Du hast einen Adler, der versucht hat zu fliegen, hast du eingesperrt, Alter. Verstehst du? Ja, du bist ganz, ganz böse, ey. Das kann von mir aus so sein, aber Moni und Timmy, habt ihr jetzt genug Zeit zum Überlegen, ja? Gar nichts, wir überlegen gar nichts, Alter. Selbst Moni ist auf meiner Seite, das wirst du schon noch sehen. Ich bin hier auf deiner Seite, lass mich hier raus. Ja, warum soll sie... Ey, mach das weg, wir wollen eine Aussicht haben, du Blödmann, Alter. Die Aussicht wird euch auch genommen, ihr werdet hier alles wegkriegen. So, ganz einfach. Ihr habt uns ja nicht mal Wasser gegeben, wie sollen wir denn hier überleben, Alter? Braucht ihr nicht. Bro, mach den Blödmann. Okay, Steinchen, wer von euch will die zuerst bewachen? Wir wechseln uns ab. Ich will die bewachen. Nein, wir können die auch zusammen bewachen, das ist doch auch schlau. Beule, Alter! Ihr könnt die auch zusammen bewachen, so ist richtig. Ich hab schon angepasst, dass mit dir was nicht stimmt, ey. Du warst immer so ruhig. Ich werd dir deine ganzen Items klauen. Timmy, babbel nicht so viel, du Hofverräter. Babbel nicht so viel, du wurdest entthront. Moni, mach's nicht. Ich wusste von Anfang an, dass da irgendwas nicht stimmt mit Beule, Alter. Der hat alles, geplant, Mann. Du wurdest vollständig entthront von Kiro. Gib den her, du Blödmann, Alter. Ey! Ach nein, den werde ich jetzt tragen. Der sieht gut an mir aus, weißt du nicht? Moni, lenk dir ab. Ich werde einfach obsidian nach Bonus gebeten. Ey, ihr Idiot, lass uns raus. Genau. So, lass uns lieber raus, Alter. Das kann zwar nur eine halbe Stunde dauern, aber ich werde das machen. Jungs, ich find's richtig gut von euch, dass ihr auf meiner Seite seid. Die Höllenkrieger wissen einfach, wer den richtigen... wer die richtigen Ansagen hier tätigen kann. Moni, glaubst du, ich bin nämlich kein Hochverräter für die Höllenkrieger. Wir tragen den Namen mit Stolz. Und nicht wie Timmy, der nur noch alles mit Moni macht. Hä? Das ist doch die Mir gefällt, was hier passiert, ne? Sei Junge, das ist Tashi, was willst du hier? Er bettelt, guck mal, Timmy bettelt, er will schon wieder verraten. Warum sollte ich dir helfen? Ich bin eigentlich gut, dass ihr da eingesperrt seid. Nein, Zitashi, das ist ein Riesenfehler. Zitashi, du bist aber auch hier nicht für willkommen.
Warum bin ich nicht willkommen? Was willst du dagegen machen? Bro, du hast... Wenn ich will, kann ich sie jetzt freilassen. Bro, du hast doch letztens geschnallt, dass es sich nicht lohnt. Wir sind dieses Mal zu dritt. Du hast gegen mich schon 1-gegen-1 Probleme gehabt. Ja, aber ich hab... Lass es nicht drauf ankommen. Sag, was du zu sagen hast und dann geh. Lass das Boot in Ruhe! Soll ich sagen, was ich zu sagen hab? Ja, sag, was du zu sagen hast. Ich bin ehrlich, Timmy. Ich hab eine Idee gemacht. Ich bin ehrlich, Tiro. Ich find gut, dass du dich dazu entschieden hast. Ja, die Höllenkrieger sind jetzt unter meinem Kommando! Das wird funktionieren. Ich hab auch eine Idee. Warte. Und du hast auch wahrscheinlich gehört, was Timmy über mich erzählt hat. Ja, richtig. Er hat gesagt, ich bin irgendwie nicht mehr vertrauenswürdig oder so. Das hast du gesagt, Timmy. Hast du einen Block? Ja, merkt ihr, wie vertrauenswürdig die Höllenkrieger sind. Ihr seid alle so. Ein einziger ist nicht so. Durch meine neue Führung wirst du schon sehen, die Höllenkrieger werden ein ganz neue Ära hier auf der YouTuber-Insel machen. Das ist schon das Problem, dass ihr eine Führung habt. Hey, mach das weg, Junge! Ja, natürlich, das braucht ein richtiger Zusammenhalt, braucht sowas. Braucht es nicht. Guckt euch die Küstenkrieger an. Guck mal, der Gas. Aua, das tut. Oh, ja! Ey! Was? Ich bin auch drauf. Wie ist das denn jetzt möglich gewesen? Hä? Aber ich bin ehrlich, ihr habt schon versagt, bin ich euch ehrlich. Ihr habt es nicht geschafft, die Wir haben nicht wirklich versagt, Timmy ist entthront, wir haben alle seine Items. Du bleibst weg! Ja! Ich hab Muni getötet. Ja, natürlich, sie ist genauso eine Verräterin. Hat jemand einen Pisten? Ich will ihr Kopf. Was, wenn ich jetzt Timmys Items nehme? Bro, dann bist du genauso ehrenlos wie alle anderen hier. Ja, das stimmt. Ich bin nicht so ehrenlos. Ich kann dagegen nichts machen. Du kannst jetzt auch offiziell wieder gehen. Ich kann auch offiziell wieder gehen, ja. Okay. Ja, meine Geduld geht langsam nicht zu Ende. Wir haben hier genug zu tun, wie du sehen kannst. Das ist ein Gas, das ist echt traurig. Wo ist Timmy? Gegen einen Gas hast. Ich bin hier unten, ey! Dann lass mich, pack mich ins Gefängnis, alles gut, dann geht's da wieder rein. So, ab mit dir ins Gefängnis, oder du wirst Muni nicht noch einen Tag weiter sehen können. Ja, okay, aber hast du verstanden? Ja, alles gut, aber wo ist Muni? Ihr Kopf liegt da oben, wir können sie nochmal hier eskortieren. Alter, hast du eine Elytra? Ich blick da nach oben und geh rein, ehrlich. Hier, du kannst dich hochbauen. Ja, okay, ich baue mich hoch, alles gut. Elytra gibt's nicht mehr für dich. Alter, warum machst du sowas, Kiro? Ey, auf damit! Sie wollte ihre Items klauen und nicht gehorchen und sowas toleriere ich nicht mehr als neuer Höllenkriegen-Anführer. Ihr seid meine Gefangenen! Ja, Kiro! Was ist das denn jetzt, Leute? Seit wann sind die Höllenkrieger? Ich bin kein Lügner, du bist ein Lügner, alle. Nein, Beule. Was willst du damit sagen? Der meinte, ich bin kein richtiger Höllenkrieger. Beule, jetzt juckt dich doch nicht, was er zu sagen hat. Wir haben hier Wichtiges zu tun. Alles komm, Beule. Warte, ich schieß noch einen Pfeil hinterher. Ja, ich mach dir auf. Hier jetzt rein, alles gut. Hä? Das ist ein Boot, Alter. Hier, nein, geh rein. Ja, alles gut. Nein, ich rein. Das Boot nicht. Ja, okay. So. Alles klar. Okay. Du hast den Obsidianblock, gib ihn mir. Ja, hier, bitteschön. Ich hab das Boot wirst, nicht, alles wie gesagt, gut. Timmy, du bleibst, du und Moody werdet so lange hier drin bleiben, bis du dich vor mir verbeugt hast. Niemals werde ich mich vor dir erkannt hast. Verbeugen. Du bist ein 31er, Alter. Du nein, das bist du! Das bist du! Begangen, Alter. Nein, wegen dir ist Moni gestorben, Alter. Okay, und Leute, Höllenkrieger, Steinchen, Beule. Wer hat die Höllenkrieger verraten, indem er gesagt hat, ich höre die Höllenkrieger auf? Timmy, ja, Timmy natürlich, was soll ich? Richtig, hörst du das? Keine Maximität. Gib mir sofort das Boot, Alter. Gib mir sofort das Boot. Nö, ich werde immer noch hier ausbrechen, du blöd, was kannst mir gar nichts. Steinchen, weißt du, wie ich bin? Aua! Gib mir das Boot sofort! Hey, ich hab das Boot nicht! Gib das Boot jetzt! Okay, ja, hier ist das Boot. Alles gut, Mann. Hey, Mann! Das nächste Mal dürft ihr überhaupt keine Items mehr haben. Die Tasche hau jetzt endlich ab! Bro, das ist voll unfair, Alter! Ich bin dein Boss, Alter! Ich hab alles. Bro, ich hab alles aufgebaut, Alter, und ihr macht alles kaputt, Mann. Gute Nacht, Timmy. Schlaf schön. Du hast es von mir aus aufgebaut. Du hast es auch ruiniert. Hab ich gar nicht. Dann bringen wir wenigstens Moni, Alter. Ja, wir müssen Moni wiederholen. Ich will ihr Kopf jetzt noch. Ja, nichts mehr. Kolben. Was brauche ich dafür? Redstone. Beule, hast du einen Kolben oder so? Hast du Redstone Eisen? Ich hab gar nichts. Hast du irgendwas?
Gunpowder habe ich von Muni geklaut. Ey, das merkst du mir, du Blödmann, Alter. Nix mehr. Gib das wieder zurück, ey. Aus hier. Ja, ey, mach, ey, lass mir doch die Aussicht, du Doofkopf, Alter. Hat jemand... Ah, warte mal, hier ist... Du kannst auf meinen Kopf gucken. Warte mal, ich frag mal, wo Muni ist. Muni, wo bist du? Das wird dir Muni niemals sagen, ich eskortiere sie dann mit ihrer Elytra wieder hierher, wenn sie ihre Items wieder haben will. Glaub mir, ihre Items sind ihr viel wichtiger, als dass sie die einfach mal despawnen lässt. Würde ich mal behaupten. Alpha Tower, Timmy, du wirst sie gleich wiedersehen. Oh nein, Leute. Was ich komm dich abholen. So, habe ich doch Raketen. Beule? Ja, ich bewache ihn. Ich vertraue dir. Wir sehen uns. Okay, ja, let's go, tschüss. Ich hol Muni jetzt. So, Timmy wäre jetzt beseitigt. Schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ich gerade das Richtige hier tue. Ich finde nämlich ja, weil Timmy hat die Höllenkrieger verraten. Ist mir sowas von egal. Und ihr habt es ja auch gehört von Steinchen und Beule. Timmy war der Verräter. Ich hole jetzt Muni, eskortiere sie ins Gefängnis und dann könnt ihr da drin bleiben. Muni, wo bist du? Aha. Hast du mein Loot? Nein, ich habe nur eine Elytra, weil du wirst wieder ins Gefängnis mit eskortiert. Okay. So, hier Raketen, weil dort bekommst du dein Loot. Also, komm mit. Okay. Sieh dir, ich wusste, dass sie mitkommt. Ja, sie fliegt auch noch gut hinterher, passt. Das reicht. Die Höllenkrieger haben einen neuen Anführer. Warte, kommt sie auch? Gut. Ja, komm mit. So. Ah, hier lang. Das hättet ihr euch früher überlegen können. Ich habe doch nichts gemacht. Du bist der Grund, warum Timmy schwach wurde. Du bist der Grund, warum die Höllenkrieger sich aufgelöst haben. Beziehungsweise er gesagt hat, Höllenkrieger, lass dich jetzt sein. Egal, ob es nur der Schein ist oder nicht. Und ab geht's. Du bist Timmy. Nein, guck mal, Alphasteinchen, gib mir einfach Munis Kopf. Dann ist alles gut, okay? Yeah. Muni ist wieder da. Wie mein Kopf? Muni, der hat deinen so. Kopf, ey. Der und jetzt deinen Kopf haben. Meine Rüstung. Elytra ablegen, ab in die Kiste damit. Muni, renn, lauf, Muni, lauf, hol Hilfe. Hau einfach ich kill ab. Sie, ich kill sie sofort, wenn sie abhauen will. Ich komm alleine hier klar, hau einfach ab, Muni. Meine ganzen Items sind weg, ich muss ran. Ja. Ich mach dich alles gut, Steinchen, mach Platz. Steinchen, mach Platz. Ey! Ja, okay. Wo ist mein Loot? Der mit dem Obsidian. Das wirst du erfahren. Mach dir keine Sorgen. Her mit dem Obsidian. Ich hab den nicht. Her damit, Timmy. Geh weg, ich platziere ihn hin. Timmy. Mach jetzt keine Faxen mehr. Ich hab den nicht. Hast du den, Muni? Nee, ich hab den nicht. Ja, wir haben den beide nicht. Muss jemand von euch haben. Ja, du hast ja den Höllenkrieger richtig Timmy, unter Kontrolle, Kiro. Entweder du gibst die Obsidian jetzt her oder Muni muss leiden. Hä? Du tust doch alles für Muni, ja, richtig. Alter. Du Blödmann, ey. So, viel Spaß, ihr werdet bewacht. Das wirst du doch bereuen, Kiro. Ihr werdet das doch bereuen, das ist doch nicht zu Ende hier, bereuen, Alter. Bereuen wirst nur du etwas. Und zwar, dass du alles für Muni aufs Spiel gesetzt hast. Denk drüber nach. Du wirst schon sehen, Alter, das wird noch ein Nachspieler. Muni, checkst du jetzt, man muss stark sein auf der YouTuber-Insel. Genau, sonst passiert sowas, ey. Die haben uns fertig gemacht, unsere eigenen Leute. Nicht mehr denen kann man vertrauen. Gib den Kopf her, du Blödmann! Steinchen, sehr gut! Nein, das gibt es nicht. Sehr Muni, gut gemacht. Sein, das bringt nichts. Wir müssen einen Plan machen. Ja, ihr könnt ja jetzt nach Hause gehen, ihr Blödmänner, Alter. Ihr habt das erreicht, was ihr wolltet, ey. Ich werde morgen wiederkommen, ja? Hast du verstanden? Und bis dahin solltest du mal Gedanken darüber gemacht haben, ob du dich verbeugst oder nicht. Ich werde mich niemals vor dir verbeugen, dann du wirst du für immer hier drin bleiben! Ja, vielleicht ist es auch besser so, sag ich dir ehrlich, Mann. Muni, was sollen wir machen? Also, ihr werdet von Steinchen bewacht. Ich zieh durch, Alter. Ciao. Also, Freunde, es ist offiziell. Das Ganze gehört jetzt mir und den Höllenkriegern. Ich bin der neue Anführer. Ich habe zwar keine 20 Herzen oder drum und dran, aber ich habe auf jeden Fall mehr im Kopf als Timmy. Und ich verrate nicht wegen irgendeiner Frau, wegen irgendeinem Mädchen auf der YouTuber-Insel, ja? Verrate ich nicht meinen kompletten Clan und sage, das war's jetzt. Ob es nur Schein ist oder nicht, so viel Stolz haben die Höllenkrieger, um immer zu sagen, dass die Höllenkrieger sind, darum geht es mir. Morgen gehe ich wieder zu Timmy, deswegen, wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst ein Like da, abonnieren und Glocke definitiv aktivieren.